Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Let's Go Evoli. Wir sind im Versteck von Team Rocket. Wir sind mit einem Evoli und einem Raichu bewaffnet. Und wir werden hier mal alles schön ordentlich aufmischen. Und das ist bei meiner Maus im Bild. Hallo Maus! Hallo! So, jetzt ist sie auch wieder weg. Gut, mal schauen, was es hier alles so geben wird. Eine Rocket-Rüpeldame. Nicht so laut. Ist doch niemand gefolgt? Gut, ich bin nämlich eine schöne Spionin auf Undercover-Mission, musst du wissen. Was macht denn ein Kind wie du an einem so gefährlichen Ort? Ich will Team Rocket besiegen. Du hast Mumm, das gefällt mir. Weißt du was? Als kleines Andenken an unser Treffen kriegst du für mich ein Geschenk. Ein Rocket-Sand. Wenn du das trägst, siehst du gleich wie ein echtes Mitglied von Team Rocket aus. Bei deiner Größe merkt man allerdings sofort, dass es nur eine Verkleidung ist. Okay, schade. Na gut, wir gucken trotzdem mal. Beute. Klamottenkoffer. Outfit für Yume. Kopfbedeckung, habe ich das in der schönen Rocket-Kappe? Ah, okay. Ja, okay. Okay, Oberteil, wie sieht das aus? Hose. Rocket Shorts sind aber auch kurz. Gibt es eigentlich auch lange Hosen in dem Spiel? Sie sind alle nur kurz. Schuhe, auch Rocket-Schuhe. Aha, keine Stiefel oder so? Unüblich. Und eine Rocket-Tasche, wie sieht die denn aus? Naja, okay. Geht so. Alles klar, ein Rocket-Outfit. Naja, ich bleib lieber bei meinem momentanen Outfit. Und kämpfe jetzt endlich mal gegen diesen Trainer hier. Wer bist du? Und wie bist du hier reingekommen? Okay, ein Rocket-Rüpel. Was hast du denn an Smogon? Na gut. Und so schwer kann das Ganze hier nicht sein, schätze ich. Oder? Wir gucken mal. Feuerwirbel, go. Let's go. Das passt. Witzig. So, okay, Smogon ist jetzt eingefärscht. Was war das? Ich hab's gerade nicht gelesen. Oh, schönes Blinky-Effekt-Tieleinchen. So, und jetzt noch Cloud und dann dürfte das Smogon auch schon weg sein. Relativ hohes Level, ne? 29 für so einen normalen Rüpel. Ja, aber die EP könnten um einiges besser sein. Na, Jemine. Jetzt kommt noch ein Ratzfatz. Hey! Kämpfen wir eigentlich hier schon gegen den Anführer? Gegen Giovanni? Wir kämpfen. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir hier schon gegen ihn antreten. Na, schauen wir mal. Wir werden es. Ich habe das schon wieder vergessen. Wir werden es schon rausfinden. Aua! Hör auf mit deinem komischen Tiefschlag. So ein Schlag ist ja auch mal tief. Und zwar sehr tief. Oder so. Okay, was kommt als nächstes? Oh, ein Kyoto wird noch stärker. Noch ein Radfratz. Okay, na gut. Baris, möchtest du auch mal etwas unternehmen? Bitte? Danke. Los geht's. Yay! Oh, kleiner Mauseratte-Kampf. Los geht's. Zack. Ein One-Hit-K.O. Ich hab nichts anderes erwartet. Okay, gut. Am besten ich mache das mal von der Spitze weg. Sie ist schon ein bisschen angeschlagen. Alles Kalärchen. Team. Nehmen wir mal die Liste weg und wir nehmen die Dorina. Sehr schön. Weiter geht's. Oh. Drei Stärke-Bonbons. Ich könnte meine Bonbons vielleicht auch mal verteilen. Das mache ich nicht. Das mache ich vielleicht mal offscreen. Ich glaube nicht, dass das so etwas Spannendes für euch. Okay, hier brauche ich erstmal einen Türöffner dafür. Da war ja was. Okay, jetzt schauen wir mal, was hier hinten noch so abgeht. War ich hier hinten in der Ecke schon?
Da ist auch noch ein Item. Und ein paar Hyperbälle. Das ist nicht schlecht. Die nehmen wir mal mit. Okay, hier unten können wir noch nicht lang. Okay, dann haben wir jetzt hier soweit auf der Ebene schon mal alles erledigt, was wir auch tun können. Komme ich von unten oder komme ich von oben? Ich glaube, ich komme von oben. Schätzungsweise. Das ergibt jedenfalls mehr Sinn. Okay, hallo, Rocketrüpel. Ich habe gehört, mit einem Sylph-Scope kann man alles durchschauen, sogar Gespenster. Na dann? Nur Rocket-Rakete? Na los, los. Mit einem Hypno. Damit habe ich jetzt wenig gerechnet. Das ist interessant. Na gut, dann müsste eigentlich ein Biss relativ viel Abhilfe schaffen. Mal weggeknuspert. Hat gar nicht mal so viel gebracht. Schade. Naja, Nidorina muss halt noch ein bisschen wachsen. So. Oh, und Hypno ist zurückgeschreckt. Ich glaube, das wird ein einfacher Kampf. Wenig kämpfen für viele Erfahrungspunkte, sage ich da nur. Oh yeah, fast 500. Das ist sehr schön. Hm, hoffentlich lernen wir auch noch Knirscher. Das wäre sehr hilfreich. Oh, ich gebe mich geschlagen. So, Sam. Ah, ich erinnere mich. Ich habe mich schon gefragt, wie sie das hier umsetzen wollen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin so begeistert, dass ich gleich erstmal weitergehe. Hier ist eine Rocket-Rüpeline. Hi. Sieh an, unser kleiner Eindringling. Unsere Leute oben haben schon gemeldet, dass du bald hier reinschneiden würdest. Ich kleiner Lümmel. Okay, junge Dame. Zeig mal, was du kannst. Was machen wir denn da am besten? Das ist, glaube ich, gar nicht so gut. Mach mal Kratzfurie. Mal gucken, was das an Schaden macht. Oh nein. Konfusstrahl. Nein. 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 Doch, ja. Nein, vielleicht. Ah, sie greift trotzdem an. Wow, das war super schlecht. Okay, wir wechseln mal. Ich habe jetzt keine Lust da drauf. Komm, wir können mal wieder Kyoto einsetzen. Der kleine Racker kämpft relativ selten. Und ich meine, mit dieser Schleife und dieser Brille. Ich meine, das sieht so fancy aus. Okay. Ja, alle Statusveränderungen wurden aufgehoben. Das ist schön. Nehmen wir mal eine Risiko-Tackle. Waterbee. Aha. Und tschüss. Alles klar. Das war einfach. Oh nein, ich habe verloren. Das kann doch nicht sein. Oh doch, Mädel. Weiter geht's. Ich will nämlich das Item hier haben. Finster-Aura. Dann schauen wir gleich mal, was das so Tolles kann. Das klingt sehr finster. Ich gucke erstmal generell meinen Beutel. Pokémon-Box. TM-Box. Das sieht gut aus. Finster-Aura. Kann eh keiner erlernen. Was macht die denn? Hm. Ist eine gute Attacke, auf jeden Fall. Wahrscheinlich hat Glück, sie kann in absehbarer Zeit jemand erlernen. Hier unten ist auch nochmal so ein Rätsel. Dann gucke ich mal, ist hier noch was? Ja, Tatsache. Ein Beleber. Alles klar, und ein Kopier-Mikrowellengerät? Ich habe keine Ahnung, wofür das gut ist. So, okay, los geht's. Uiuiuiui. Dann nehmen wir mal die Items mit auf jeden Fall. Und ein Sonderbonbon. Bonbon. So, als Kind habe ich mich immer total schwer getan mit den Rätseln hier. Mal gucken, wie ich mich jetzt als erwachsene junge Dame damit anstellen werde. Oh, genauso dumm wie das Kind, wie es aussieht. Oh mein Gott. So, okay. Wir müssen erstmal hier runter. Genau. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt auch keinen Sinn. Das heißt, wir müssen. Ich weiß gar nicht, ob wir erstmal oben das oder das hier machen müssen. I have absolutely no idea what the freaking hell I am doing.
So, das lief ja jetzt ganz einfach. Guck mal, ob hier irgendwie Items liegen. Nee, hä? Na gut. Hallo, Rocket-Rüpeleinchen. Es wäre besser für dich, wenn du dich Team Rocket nicht in den Weg stellen würdest. Oh. Und dann sag an. 2 und ein Rutfrutz. Na gut. Schauen wir mal, was wir dem alles so entgegenwirken können. Momentan sieht es ja noch gut aus, sage ich. Doppelkick, macht das überhaupt noch was? Ich weiß es nicht. Oh, ja, okay. Sehr gut. La, 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 la. Ein Voltoball. Na gut, wir machen mal trotzdem weiter. Wie ich den kenne, setzt da gleich Explosion ein oder sowas. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ah, Donnerschock geht ja noch. Aha. Nee, du machst hier Explosion oder sowas. Oder Finale oder keine Ahnung. Oh, oh, das ist kein gutes Zeichen, ne? Ich glaube, da kommt gleich was, meine lieben Freunde. Da kommt gleich was. Die Verteidigung sinkt stark. Jener Lümmel hat was vor. Ich weiß das. Und deswegen wird das Bulkigste reingesetzt, was ich habe. Nämlich mein Bisaflor. Und der macht den Rest, wenn es Voltoball nicht ohnehin schon selbst erledigt. Ah nein, Sternschauer. Ich habe jetzt fest damit gerechnet. Aber okay, so gut, das ist überraschend. Aber trotzdem, Rasierplatten müsste reichen. Und zack. Okay, das war's. Oh no. So. Rübe von Team Rocket wurde besiegt. Ich bin am Boden. Oder ich bin am Boden. Ja, das passiert leider manchmal. So, was gibt's denn hier Tolles? Bin ich schon zu weit? Bin ich zu weit gegangen? Ich mal gerne alle mit. Da hinten ist sogar noch was. Ich finde auf jeden Fall einen Hypertrank. Das klingt ja hyper, mega, typer, duper gut. Was haben wir hier? Ein Fläschchen AP Plus. Das ist aber tolli. Das sieht sehr wichtig aus. Man möchte schon fast behaupten, dass da Giovanni steht. Hallo. Oh, du kannst den Aufzug nicht benutzen, so ein Pech aber auch. Tut mir leid, dir das mitteilen zu müssen. Den Aufzugschlüssel habe ich. Und ich bin unbesiegbar. Okay, ja, und dann Slimer. Das ist jetzt ein super mega Level 40 Slimer. Oder warum ist der unbesiegbar? Nicht ganz, okay. Ja. Bissleinchen? Ein bisschen rumknapphören? Ja, okay. Ich weiß gerade gar nicht, ob Slimer jetzt eine gute physische oder eine gute spezielle Verteidigung hatte. War das Slimer oder Smogon? Ich verwechsle das immer. Oh Mann. Toxin wird mir bestimmt auch nicht so viel weiterhelfen. Eine Doppelkick. Das wird jetzt ein super Mega-Burner. Pass auf. Das war super. Ja, okay. Jetzt bleiben wir mal ernst. Ich werde jetzt mal wechseln, denke ich. Durfte ich keine Bodenattacken jetzt hier habe. Kann irgendjemand von euch noch Schaufler oder sowas? Oh, ne? Nehmen wir mal Paris einfach. Ich weiß gerade gar nicht, was alles gut gegen gibt. Ich werde gerade spontan nur Boden erinnern. Schade, dass ich mit einem Gift-Pokémon, welches zukünftig auch noch Boden sein wird, keine Bodenattacken kann. Oh, Härtner. Das ist gar nicht mal so schlimm, weil wir jetzt eh mit einem speziellen Angreifer reingewechselt haben. Okay, los geht's. Ja, das war ganz okay. Das war, ja, Boris at his best. Und Sherlock bekommt Level 28 draufgeballert. Sehr schön.
Oh no, ich hab verloren, oh nee. Mein schöner Aufzugsschlüssel, ich darf ihn nicht verlieren. Denkst du, du hast gewonnen? Falsch gedacht, jetzt kommt mein Plan B. Und hepp. Okay. Ohne diesen Schlüssel kommst du nie zum Zimmer des Bosses. Hol ihn dir doch, wenn du kannst. Oh, jetzt wird's etwas knifflig. Du Idiot. Jetzt kommst du garantiert niemals an den Aufzug heran. Deine Pokémon sehen ziemlich leichtfüßig aus. Okay. Suche die Umgebung ab. Vielleicht gibt es ja irgendwo etwas, auf das du steigen kannst. Die Kartons? Nee, der Stuhl? Nein. Das hier? Hier wurde eine Warnung hingekritzelt. Pokémon sollten von den Lüftungsschächten ferngehalten werden, da sie sonst Gefahr laufen, die Wände hochzuklettern. Was? Der Karton ist viel zu schwer zum Tragen. Dieser Stuhl könnte... Auf diesen Stuhl könntest du dich stellen. Aber da hat doch Rollen dran, das ist doch gefährlich. Ergattere mit Hilfe deines Partners den Schlüssel, den der Rüpel weggeworfen hat. Oh mein Gott, ich steuere jetzt nicht wirklich gerade Evoli. Wie geil ist das denn bitte? Oh, hallo Giovanni. Oh, er hat sogar ein schönes Porträt von seinem Snobilica. Na dann, los geht's. Evoli, Evoli, Evoli. Da geht's ganz weiter. Evoli, Evoli. Ah. Ist hier auch weiter so? Ne, hier unten lang, ne? Ah. Kann ich auch runterfallen? Nee. Nee, hä? Wo muss ich denn hier lang? Ah! Oh, wie süß ist das denn bitte? Kyoto schnappt sich einen Aufzugschlüssel. Sag mal. Hast du das eben auch gehört? Ja, da war ein merkwürdiges Geräusch. Hat sich hier etwa jemand eingeschlichen? Oh, falscher Alarm. Das war wohl doch nur Mautis Magen. Jag uns nicht wieder so einen Schrecken ein. Ach, ich kann sogar direkt runterspringen. Kyoto kehrt zu dir zurück und er gibt mir den Aufzugsschlüssel. Das ist ja süß. Das haben die schön gemacht. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Okay. Cool. Bin ich sogar intuitiv richtig schon hier lang gegangen. Das ist ja hier kein Schrank. So, und dann zurück. Boah. So, jetzt haben wir den schon. Boah, ich bin froh, dass ich hier unten das schon gemacht habe und nicht, dass ich hier oben mich erst in ein Rätsel gewidmet habe. So, ich glaube, es war schön, wenn wir das hier machen. Dann glaube ich sogar auch die Rätsel 1 zu 1 übernommen, dass es genauso angeordnet ist wie damals. Ich erinnere mich noch an die Struktur. Struktur, genau. An die Struktur. Ich möchte natürlich trotzdem auch hier oben noch das Item. Hallo? Eine Nugget! Na, das hat sich auch gelohnt. Ich mag Nuggets. Besonders Chicken McNuggets. Aber auch Gold Nuggets sind mir ganz lieb. So, hier das Item nehme ich natürlich auch noch mit. Ein Aufwecker, kein Problem. Das Item unten hätte ich gerne auch noch. Deswegen gehen wir mal hier lang. So, Erholung. Naja, dann nehme ich lieber direkt ein netten Item. So, jetzt muss ich überlegen, was sinnvoll wäre. So, muss ich oben lang? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss... Es ist eigentlich egal, welches ich nehme, oder? Also ich mische zurück, aber das ist natürlich... Warte mal.
Wenn ich den nehme, bin ich da. Und dann kann ich... Ja, okay, nehme mal den. Und dann hier. Okay, ich frage, sind denn noch irgendwelche Items versteckt? Ein wichtiges Frägchen. Ich will erstmal nach da hinten. Also nehme ich hier den unteren erstmal. Genau, da ist nämlich noch was. Sehr gut. Vielleicht komme ich da auch halbwegs ran. Ja, perfekt. Als Kind habe ich mich so übelst angeschissen, weil ich so dumm war. Und jetzt fällt mir das alles so leicht. Natürlich weiß ich jetzt auch nicht, wie weit als Kind hier die Sichtweite über die ganzen Felder war. Vielleicht kann man jetzt ja auch viel weiter gucken. Das ist natürlich auch möglich. Gut, das haben wir jetzt jedenfalls schon geschafft. Okay. Genau, nehmen wir ein bisschen gleich den hier. Und hier. So, und jetzt nehmen wir den oberen, ne? Ja, jetzt nehmen wir den oberen. Wo wir einfach... Ich bin gerade begeistert, wie einfach das geht. Als Kind habe ich mich hier wirklich so angeschissen. Okay, und geschafft. Jetzt kann ich direkt schon den Aufzug nehmen, aber ich möchte erstmal noch nach oben. Denn da gab es ja auch noch Items zum Holen. Und es sind noch ganz viele Rockertrübelinchen. Hi! Was willst du denn hier? Weiß ich nicht. Hallo sagen? Du Rüpel, was hast du denn? Sag mal. Ein Voltuball, ja, das ist ja praktisch. Okay. Ich glaube aber auch, dass wir nach diesem jeden Rockgetrübel eine Pause einlegen werden. Einen Moment bitte. Miss? War das was? Ich weiß es nicht. Wir probieren. Aua! Will ich schon später eine Nidoqueen im Team haben? Ne, Nidoqueen vor allem. Ein Nidoqueen. Ich überleg's mir noch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt deswegen Nidoqueen weiter an der Spitze behalten soll. Ich weiß es nicht, ich bin so unentschlossen. Oh mein Gott. Naja, okay. Aber ich schätze mal, ich habe noch genug Zeit, mir das zu überlegen. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die mir Let's Played, Let's Go Eboli. Bis zum nächsten Mal und dann stürmen wir ganz endgültig dieses Versteck hier. Okay, bye.